Ja, ich bin froh, wir sind heute hier in der Kapotheke in München in der Donnersberger Straße 35, ein Café, was sich an der Aktion Gewalt kommt nicht in die Tüte beteiligt. Was ist Gewalt kommt nicht in die Tüte? Die Aktion ist in Hamburg entstanden und wir von One Day in Rising München haben gesagt, wir möchten die Aktion nach München holen, um Stellung zu beziehen, um den Menschen zu sagen, es ist nicht richtig, Gewalt kommt nicht in die Tüte. Es ist so, dass wirklich jede vierte Frau Gewalt erlebt, körperlicher und seelischer Natur, und das einfach eine Zahl ist, die nicht so tragbar ist, und wir uns hier natürlich auch politische Verstärkung heute an die Seite geholt haben, die Frau Schulze von den Grünen, und sie ist eine Frau, die ich sehr bewundere, die ganz, ganz tolle Arbeit für Frauen macht und diesen Tag heute unterstützt. Ja, mir ist es sehr wichtig, heute hier mit dabei zu sein. Ich bin euch als One Billion Rising München total dankbar, dass ihr diese Aktion auf die Beine gestellt habt. Denn es ist wichtig, deutlich zu machen, dass Gewalt inakzeptabel ist und dass Gewalt gegen Frauen auch uns alle was angeht. Ja. Und das vor allem, und das ist das, was mich besonders ärgert, dass wir diesen internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25.11. jedes Jahr zelebrieren, darauf aufmerksam machen. Und trotzdem ändert sich kaum etwas. Ja. Frauenhäuser sind weiter überfüllt, Beratungsstellen haben zu wenig Personal, die Wartelisten sind endlos. Wenn ein Mann eine Frau umbringt, wird immer noch von Beziehungstat geredet, anstatt von Femizid und Mord. Und das sind alles Dinge in der Gesellschaft, die müssen wir ändern. Ja. Die müssen auf politischer Ebene geändert werden, aber es braucht auch ein Bewusstsein in der Bevölkerung. Und darum bin ich total dankbar, dass ihr diese Aktionen hier ins Leben gerufen habt. Und wir konnten ja schon einige heute Typen über die Theke bringen. Genau, sozusagen. Genau. Und ganz wichtig ist, heute Nachmittag München bezieht auch Stellung. Um 5 werden in München ganz, ganz viele Gebäude in Orange angestrahlt, was die Farbe dessen ist, was heute den Tag auch ausmacht. Es ist eine neutrale Farbe, nicht weiblich, nicht männlich, aber es setzt ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Und ab 16.30 Uhr laufen wir los an der Münchner Freiheit in Richtung Max-Josef-Platz mit ganz, ganz vielen Unterstützern, die sagen Nein zu Gewalt. Ja. Ich unterstütze heute sehr gerne die Aktionen von One Billion Rising München. Gewalt kommt mir nicht in die Tüte, denn mir persönlich ist das Thema super wichtig. Ich mache jetzt seit über 10 Jahren Politik und immer am 25.11. machen wir einen Aktionstag, wo wir darauf aufmerksam machen, dass Gewalt gegen Frauen inakzeptabel ist. Und ich finde das gut, dass es heute mal eine etwas andere Aktion ist. Wir verkaufen Brezen, Croissants und Co. in diesen Tüten. Und damit können die Käuferinnen und Käufer auch ein Statement gegen Gewalt an Frauen setzen. Und liebe Romy, danke, dass du mich angefragt hast. Wir beide arbeiten hier hinter der Kaffeetheke voller Leidenschaft für dieses wichtige Thema. Denn eine Sache ist klar, Gewalt gegen Frauen muss beendet werden. Und wir sind auch sehr dankbar, dass so viele Bäckereien mitmachen. Wir haben 2000 Tüten wir tatsächlich an Bäckereien in München geben können und hoffen, dass das in München heute einschlägt. Ja, genau, über 2000 Tüten in den verschiedensten Bäckereien in München. Das ist auch ein deutliches Zeichen, dass die Gesellschaft in München heute ein Zeichen setzen möchte gegen Gewalt an Frauen. Und das ist richtig und das ist gut so. Ja, auch, dass so viele Menschen Stellung beziehen damit, dass sie die Aktionen unterstützen. Da sind wir sehr, sehr dankbar dafür. Und ja, seid dabei und steht auf gegen Gewalt an Frauen. Genau, wenn es irgendwie noch was Kleines zum Essen geben soll. Eine Butterbreze? Okay. Ich habe gerade geschafft. Das ist ein echtes Geschichtsstand. Oh, das ist das Casanova von der Hausmann. Gut, dann schau, dann mache ich dir die Butterbreze in unsere wichtige Tüte. Heute keine Gewalt an Frauen, das ist der internationale Tag. Und wir machen mit dieser Aktion darauf aufmerksam. Dann darf ich dir das gleich mal übergeben. Und dann Butterbreze. Die Kollegin kassiert ab. Wie viel es kostet, weiß ich nicht. Ich habe es übergeben. 3 Euro. 3 Euro was? Du darfst da was reinschmeißen, schon.